Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Morrowind mit mir, eurem Heiko. Ja, und ich werde jetzt gleich, nachdem er fertig ist, hoffentlich das Spiel laden können, das wir letztes Mal abgespeichert haben. Okay. Was? Großartig. Großartig! Ich dachte, dass er. Ja. Also Quick Save kann ich nicht laden. Wahrscheinlich, weil er das letzte Mal abgestürzt ist, als ich Quick Save gemacht habe. Aber laden wir mal Let's Platz. Das ist der Spielstand, den ich das letzte Mal abgespeichert habe. Und das Y wird erstaunlicherweise als Z dargestellt, weil dieses Spiel hier eine englische Tastatur zugrunde legt. Okay, gut. Also was wollte man? Hier standen so Händler, die nichts hatten. Da war hier der Busflo. Und wir wollten aber in diese Höhle gehen. Und eventuell ein bisschen schon mal unsere Skills, wie sagt man, ich glaube, das Spiel ist zu laut, oder? Kann es sein, dass das Spiel zu laut ist? Ich glaube, das Spiel ist zu laut. Ich mache mal ein bisschen leiser. Master? Ist das besser? Tralala, lalala. Ja. Okay. Ah, sehr gut. Sehr gut. Okay. Und was wir auch machen können, ist hier den ganzen Schwachsinn einräumen, sammeln, diese ganzen Pilze und das. Da können wir dann nachher mit irgendwelchen Tränke machen. Wie das in den anderen Elder Scrolls Teilen auch so war. Genau. Und ja. Ist diese ganze Vegetation hier, das ist alles gemoddet, weil es gab hier vorher eigentlich nur so ein paar Bäume, die sehr schlichter aussahen als das, was hier jetzt steht. Und halt die Pflanzen, die man einsammeln kann. Ansonsten war hier kaum was. Auch die Bodentextur ist ein bisschen, sieht ein bisschen besser aus. Diese ganzen Farne sind neu. So, und wenn er jetzt, wenn er jetzt vielleicht die Quicksaves. Yes, toll. Okay. Wenn er die nicht macht, dann machen wir jetzt mal einen normalen Abspeichern und einen Quicksave. Gucken, ob das dann jetzt wieder geht. Ja, jetzt hat das wieder. Okay. Gehüt! So, jetzt schleichen wir. Nehmen uns den Bogen und versuchen ha geilo. Okay, nehmen wir das alles und eigentlich nehmen wir alles, ne? Ja. Wir könnten hier jetzt noch hier das Blasebalg und den Eimer hier einsammeln, aber die wiegen zu viel und bringen fast nichts an Geld. Also lassen wir das. Gehen wir zuerst hier hoch. Hier könnten wir auch hoch, glaube ich, aber gehen wir erstmal hier hin. Weil hier sind die Sklavenquartiere. Und da wir ja den Schlüssel gerade eben gefunden haben bei dem Typen. Das ist das, wenn wir die Leute ansprechen, während wir schleichen. Versuchen wir einen Taschendiebstahl.
Das heißt, wir müssen aufhören zu schleichen, dann können wir die hier freilassen. Fresh game. Dann mögen sie uns. Es wäre natürlich auch cool, wenn die jetzt irgendwas machen würden, zum Beispiel mir helfen gegen die Räuber, die hier wohnen, aber tun sie nicht. Gehen wir mal hier hoch. Da ist eine Ratte. Okay, wir haben jetzt nicht gesehen, wie sie tot gemacht haben, aber wir haben sie tot gemacht. So Epauletten gefunden, auch schön. So, gucken, können wir die schon einlegen? Ja, können wir. Cool. So. Wo geht's denn hier raus, wenn wir hier jetzt schwimmen? Ich glaube, wir müssen raustauchen. Ja, hier längs. Okay. Oh, fuck. Schreibt in die Kommentare, wenn ich Kram übersehen habe zum Einsammeln. Ah! War das schon die ganze Fackel, die ich hatte? Ist jetzt kaputt gegangen dadurch? Toll. Dann glaube ich, müssen wir mal... Meine Güte, was ist da los? Müssen wir vielleicht mal Gamma hochstellen, ne? Gamma Correction, ja. Und sonst finden wir hier nie raus. Ah, siehste. Wir waren schon auf dem richtigen Weg. So, wer hat denn da jetzt im Handy geschrieben? Schauen wir mal. So, schauen wir mal hier rein, was hier los ist. Oh, die guckt direkt in meine Richtung. Okay. Das haben wir geschafft. Dann sammeln wir mal den ganzen Loot hier ein. Das Zeug hier lassen wir hier, weil da wollen manche Händler nicht mit einem handeln, wenn man das dabei hat.
Okay. Kissen. Ach, das ist auch wieder Skoma. Kissen. Okay. Ah, ein Kriegshammer. Noch können wir tragen. Können wir noch tragen? Ja, wir haben noch. Ach, schau an, da ist er. Der Magier. Klasse. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er mich nicht vielleicht verzaubert hat, aber ich habe ihn trotzdem tot gekriegt. Das ist gut. So. Und schauen wir mal, was wir hier noch alles einsammeln können. Hier ist noch so ein Schlüssel, aber einen haben wir ja schon. Zwei davon brauchen wir nicht. Okay, wird langsam ein bisschen schwerer. Restore Willpower. Okay. 78 und die wiegt 30, das heißt, die kann ich nicht mehr tragen. Muss ich ein zweites Mal laufen. Okay, gut. Dann bringen wir den Scheiß erstmal weg hier. Ich sehe auf dem anderen Bildschirm sehe ich das Gamma gar nicht. Kann sein, dass auf dem Video das alles noch schön atmosphärisch dunkel ist. Weil hier ist es jetzt gerade ziemlich grell gerade. Aber auf dem anderen Bildschirm sieht das echt schick aus. Mit der Sonne und diesen God Rays hier. Also, der Nachfolgeteil, The Elder Scrolls 5 Oblivion, ne, 4 Oblivion, war, glaube ich, der erste, wo die Leute so einen Tagesablauf haben. Die Leute hier haben so einen Ort, wo sie sind und wo sie quasi im Kreis laufen. Also, die sind immer hier und gehen eigentlich nicht von A nach B, um was anderes zu machen, sondern stehen immer, wo sie sind. Was einen Vorteil hat, wenn man Leute sucht, findet man sie sehr leicht, weil sie immer am gleichen Ort sind. So, Barter. So, dann wollen wir gucken. Wooden Cup brauchen wir nicht. Redware Vase. Die vier Kissen kann er gerne haben. Soul Gem brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Glass Bottle. Ceramic Bowl. Scroll of Icarian Flight. Hat er da überhaupt genug Geld für? Hat er. Okay, Scroll of Freaks Gem. Gemfeder? Feeder? Gemfeeder? Ach so, Soul Trap. Journal of Tahil brauchen wir auch nicht mehr. Dann diese ganzen alchemistischen Sachen können wir auch verkaufen, weil hier auch alles nachwächst. Also man braucht das nicht sammeln für irgendeinen späteren Zeitpunkt, weil das alles wieder nachwächst. So. Okay.
So, wenn wir da jetzt Max Sale machen, gibt er uns das? Nee. Müssen wir noch ein bisschen mehr drauf tun hier. Jetzt vielleicht? Auch nicht. Ist 80 wert. So. Das ist jetzt alles, was wir von ihm, glaube ich, an Geld kriegen können. Darum sagen wir mal Tschüss. Ah. Und gehen wieder in die Höhle. Und da war ja noch irgendwie so eine Axt oder so ein Streithammer, den wir jetzt wahrscheinlich wieder tragen können. Und jetzt nehmen wir auch das Skooma mit und den Mondzucker, weil in der Stadt weiß ich einen Händler, der die kauft. Was uns dann noch wieder ein bisschen mehr Geld bringen würde. Und die meisten Räume. Oh, geht's da unten etwa? Kann man da auch noch reintauchen? Die meisten Höhlen hier sind so aufgebaut, dass du auf der einen Seite rein und auf der anderen Seite raus kannst. Ah, Gold. Ah, tot. So. Genau, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Und den Scheiß hier hinten in den Kisten. Hier ist auch noch eine. Das haben wir auch noch gar nicht mitgenommen. Okay, hier ist nichts. So, jetzt ab nach Balmora. Vielleicht sollten wir vorher erst schlafen, damit wir wieder geheilt werden. Also da kann ich irgendwie nichts ändern. Die Sonne geht auch gerade unter, scheinbar. Also gucken wir mal, ob wir einen Schlafplatz finden hier.
So, ich weiß zwar nicht, wie spät das jetzt ist, aber gucken wir mal raus, ob es hell genug ist zum. Oh, jetzt mitten in der Nacht hier. Ja, was soll's, wir können ja mit dem Busflo fahren. Genau, der hat uns gesagt, wir sollen hier reisen. Bla 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 bla. Travel Balmora. So, das ist Balmora. Gehen wir mal verkaufen die Drogen und dann ist es auch ein guter Zeitpunkt, um für heute wieder Schluss zu machen, glaube ich. Yes. Okay. War das? Hier war kein Laden, dann muss es der hier sein. Ravier, ja. So, als erstes geben wir ihm mal ganz viel Geld. Dafür mag er uns dann. Okay, mehr Geld sollen wir ihm nicht geben. Gut, dann können wir bartern. So, dafür gibt er uns schon mal 300, das ist sehr gut. Und hierfür würde er uns 900 geben, das ist aber mehr als er hat. Jetzt haben wir hier einen Hut. Hier haben wir Armor Rating 8, das hat Armor Rating 8. Das wiegt 3, der wiegt 2, der ist also leichter, sehr gut. Dann behalten wir den. Der ist auch leicht, hat 5, den wollen wir dann nicht. Hier diese Netzschleder Greaves, die können wir noch gebrauchen. So. Ist noch ein Kurzbogen. So einen haben wir schon, ne? Shortbow, ja. Haben wir hier nicht noch irgendwas, was wir gebrauchen können? 3000 will er dafür, 9000. Für diesen Teufelsspeer 125 für das Tanto. Das ist Shortblade. Können wir also nicht wirklich gebrauchen, aber die können wir vielleicht erstmal kaufen. Es reicht noch nicht. Gucken wir mal, ob er das mitmacht. Nee, will er natürlich nicht. Das ist. Gut. Will er auch wieder nicht.
ist denn? Okay. Er hat noch 8 Gold. Okay, haben wir irgendwas für 8 Gold, was wir verkaufen können? Zwei hiervon. Meine Fresse, okay. Gut, jetzt haben wir ihm schon sein ganzes Geld abgenommen. Und noch ein paar lustige Gegenstände gekriegt. Dann gehen wir hier über die Straße zu diesem anderen Laden. Was bist du für einer? Oh, der, guck mal, der trägt eine Gesichtsmaske. Interessant. Auch hier mit den ansteckenden Krankheiten, was? So. Erstmal können wir in diesem Buch lesen, glaube ich. Manche Bücher lassen einen irgendwie einen Skill aufsteigen, aber das scheinbar nicht. Hier vielleicht? So, wollen wir mal gucken, was sie uns gibt für den ganzen anderen Klatter hier. Die beiden Äxte und das Tanto und das behalten wir. Die beiden behalten wir. Den Speer und das und die hier. Und den Chitin-Dagger. Und die Schuhe. Und diesen Korb. 230 kriegen wir, okay. So, und jetzt haben wir schon immerhin 1578 Geld. Das ist schon, für gerade erst angefangen, ist das schon gar nicht schlecht. So. Das ist ein cooler Sternenhimmel hier mit den beiden Planeten im Himmel. Ja, dann geht's hier, würde ich sagen, das nächste Mal weiter. Bis zum nächsten Mal.